Thomas, das Thema Bildkomposition oder Bildaufbau ist bei dir ja sehr zentral und du hast ja gerade auch ein Videotutorial herausgebracht. Wir blenden da mal die URL hier unten ein und kleiner Tipp, ihr müsst jetzt einfach mal auf Pause drücken und die ganz in Ruhe abschreiben. Schön ist die URL nicht, aber Aber sie hat deinen Namen drin. sie hat meinen Namen drin. Es gibt Rabatt. Es gibt Ja, Rabatt. Geschenke. Der Thomas hat Geschenke Und es mitgebracht. ist der Ostern jetzt. Es ist Ostern, ja. Wir können ja mal ein paar Eier suchen. Ja, was aber viel spannender ist, erzähl doch mal ganz kurz, worum es in dem Videotutorial geht und was die Leute dort erwartet. Also es geht primär um Bildgestaltung, also wie ich meine Bilder gestalte, warum ich sie so gestalte, die grundlegenden. Also jetzt nicht nur die Drittelsregel, sondern andere Grundlagen, die auf Bildgestaltung anwendbar sind. Es sind etwa 10 Regeln, die ich da erkläre. Ich erkläre die jeweils mit Bildern von mir und zeichne da ins Bild, warum ich das so gemacht habe, warum es so gemacht werden soll, damit es besser ausschaut. Und nicht zwingend nur für Streetfotografen. Natürlich sind alle meine Bilder sind Streetfotografien, aber das ist auch anwendbar auf andere Bilder. Und ich habe halt ein zentrales Video gemacht, weil ich habe auch andere Videos, eins nur über Streetfotografie allgemein. Aber für mich ist die Bildgestaltung und der Inhalt die zwei zentralen Themen in der Fotografie. Denn wenn ich keinen Inhalt habe und schlecht gestaltet habe, ist das Bild, kann es noch so scharf und noch so gut belichtet sein, das nützt mir dann nichts. Also vergesst mal die Qualität des Bildes, achtet mehr auf die Bildgestaltung, dann kommt ihr wahrscheinlich weiter. Du hast ein paar Bilder mitgebracht Genau. und ja, wir bekommen jetzt quasi einen kleinen Auszug aus deinem Tutorial. Das heißt, wir haben hier auf dem iPad ein paar Bilder und zeig uns doch mal für ein paar Bilder quasi exemplarisch was. Also erzähl uns da mal was. Jetzt muss ich einmal kurz zu unserer Regie gucken, ob wir das Bild haben. Das ist nämlich eine rein technische Sache. Okay, ja, erzähl mal was zu dem Bild und was die Gestaltung angeht. Fangen wir doch gleich mal in Hamburg an, weil wir hier in Hamburg sind. Also zur Drittelsregel muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Die Person steht schön auf einem Drittel vom Bild. Also wenn ich da dieses Fadenkreuz aufziehe, dann sieht man, dass die Person da auf einem Drittel steht. Was, Das ist der Klassiker, das ist der ne? Klassiker, das kennt jeder. Ich frage mich einfach nur, warum es nicht jeder anwendet. Aber wenn ich Drittelsregel sage, dann kennt das jeder. Aber die Ja, aber das ist ganz komisch. Also das kennen ganz viele, aber trotzdem neigen auch viele dazu, immer wieder zentriert zu fotografieren. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit Ja, Fokuspunkten und so zu das ist tun, ne? das, was ich auch empfehle. Also vergesst, es wäre schön, wenn man bei der Kamera den mittleren Autofokuspunkt ausschalten könnte, weil dann Also ist nur man, außenrum. genau, dann ist man gezwungen, den Fokus irgendwo zu setzen, außer in der Mitte. Und viele sagen manchmal, sie schwenken die Kamera, fokussieren, schwenken dann zurück, um zu komponieren und dann drücken sie ab. Wenn sie aber keine Zeit haben, geht das vergessen. Dann drücken sie einfach ab und fokussieren in der Mitte und dann ist es passiert. Also das war mal das Erste. Aber Nee, wichtiger, hier müssen wir, glaube ich, zurück, ne? nee, das ist noch ein zweiter Ach, Punkt. jetzt. Wichtig ist auch, dass man die Person, also dass der Hintergrund hinter der Person sehr gut sich von der Person abhebt. Also hier in dem Fall kann es Freistellung, Freistellung, also. also dass man, hier ist natürlich mit einer Silhouette ist es klar, dass die Person sehr gut sichtbar ist, weil es hinten heller ist wie vorne. Und ich muss auch aufpassen, dass sich hier oben der Kopf nicht mit der Anzeigetafel überschneidet. Also das sind die zwei Hauptmerkmale dieses Bildes. Natürlich auch die schöne Szenerie, da ein alter Bahnhof und die Person, die auch ein bisschen ausschaut wie aus einem alten Film. Dann ist dann sehr viel zusammengekommen und es lebt wahrscheinlich auch sehr viel Ja, von der Stimmung. und die Schiene Und die natürlich Schienen, auch, die die. hier, genau, die führt hier genau in die Ecke runter. Das ist auch so ein Stilmittel, versucht die Linien, ich sage mal, zu versorgen, dass sie an einen Ort hinlaufen, also in die Ecken meistens, damit das Auge geführt wird. Das heißt, die sogenannten Führungslinien, die zeigen jetzt da in die Ecke runter. Machen wir mal ein anderes Bild. Apropos Linien, dieses hier, man Ne, hat, das ist ja quasi prädestiniert. genau, also wir haben hier zwei Linienführungen, eine vom Geländer, das da vom Licht beleuchtet ist, das von einer Ecke zur anderen geht und die Querlinien, die da auch in die Ecken verlaufen. Hier hatte ich den Vorteil, dass ich mich hinstellen konnte, schön ausrichten konnte und gewartet habe, bis da jemand ins Bild läuft. Und dann musste ich abdrücken. Auch hier vielleicht eine Viertelstunde gewartet und schön halt, dass die Person halt den Handlauf benutzt und dass es von hier dann auch heller wird. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Glück gewesen.
Aber das ist auch alles bei dem. Ja, aber das Auge wird halt sehr gut geführt, ne? Das Auge wird sehr gut geführt. Man hat schön eine Richtung. Dann ein anderes Bild, wo ich eine zusätzliche Ebene eingefügt habe, die Mauer. Also wenn man nur die Mauer betrachtet, dann ist mehr wie die Hälfte ist Mauer. Wenn ich sage, ich mache ein Bild und die Hälfte davon wird durch eine Mauer verdeckt, denkt jeder, gut, das ist wahrscheinlich nicht so ideal, aber es wird halt spannender durch das, dass das, die Szenerie hier hinten einen Vordergrund kriegt. Also wenn ich da zu weit reingehe, sehe ich einfach nur noch den Fußballplatz und habe dann nicht, was im Vordergrund ist. Ich habe hier zusätzlich eine Person, die hier steht. Das ergibt eine zusätzliche Geschichte. Man weiß nicht, wurde er ausgeschlossen, ist er zu spät gekommen, darf er nicht mitspielen, möchte er nicht, was weiß ich. Aber bildgestalterisch habe ich halt versucht, das so zu gestalten, dass man da so als Beobachter reinguckt. Ich musste nur noch warten, bis die Jungs am richtigen Ort waren und dann habe ich abgedrückt. Die spielen da Fußball, die spielen, ne? Fußball. Also im Grunde genommen hast du ja drei Ebenen. Du hast einen Vordergrund, dann hast du eine Motivebene und einen Hintergrund. Richtig. Ja. Meistens hat man ja Hauptmotiv und Hintergrund und ich füge halt manchmal noch einen Vordergrund hinzu. Dann gibt es die Symmetrie, dass man versucht, hier kann ich natürlich mittig, muss ich mittig fotografieren, hier muss ich genau in der Mitte stehen, denn wenn ich nicht in der Mitte stehe, dann verzieht sich das Ganze und dann funktioniert es nicht mehr. Also wir haben hier die Führungslinien, die in die Ecke zeigen. Ich habe das ganze Fenster drauf und hier unten noch eine Person, die dann genau in der Mitte sitzt. Und wenn das Fenster nicht drauf wäre, wäre es nicht gut, wenn ich zu tief wäre, dann wäre die Person dann mit dem Kopf vor dem Fenster und so weiter. Also ich habe hier wirklich versucht, möglichst genau in die Mitte zu gehen und auch möglichst leise, weil es war eine Bibliothek. Aber da muss man sich schon ein bisschen Zeit für nehmen, weil bis die Kamera dann auch wirklich, bis das alles so passt, ne? Ich denke, es ist sehr viel Erfahrung und Training. Also wenn ich da hingehe, dann sehe ich relativ schnell, wie muss ich das gestalten, wie ist das am idealsten. Und die Mitte zu finden, ist nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr so schwierig. Man versucht, sich an gewissen Sachen auszurichten. Meistens hat es am Boden noch irgendwelche Linien von Kacheln bei Bahnhöfen zum Beispiel. Hier natürlich nicht, aber da versucht man einfach ein bisschen links und rechts zu gehen und findet dann so die Mitte. Dann ein anderes Bild, wo auch so silhouettenartig mit sehr viel Linienführung, also die Linien gehen hier auch zum Motiv, also das Auge wird einerseits durchs Licht geführt, also das Auge geht dahin, wo es hell ist. Auf der Seite ist es dunkel, also es wird automatisch, man kann das Motiv gar nicht verfehlen. Es ist auch auf einem Drittel natürlich, also es ist auf einem Drittel, also es ist zwar mittig, aber auf einem Drittel von der Bildfläche. Und der schöne Boden. Starkes Bild. Ja, richtig starkes Bild. Also wenn ich sowas sehe, da würde ich jetzt eine Stunde warten, weil es einfach die Szenerie so perfekt ist, weil das Licht kommt von oben, das ist so eine Dachluke oder so ein Glasdach und links und rechts, da waren eigentlich noch Bilder, das war das Museum of Photography in Tokio und da musste ich einfach warten, bis da jemand alleine kommt. Sehr cool. Dann vielleicht noch was ganz Einfaches, also einfach von der Gestaltung her. Ich habe einfach eine Person, die auf einem Drittel ist. Aber da sieht man, dass die einfachsten Regeln funktionieren. Wenn man sie verinnerlicht, sie funktionieren. Also ich sage ja immer gerade so diese Drittelregel, das ist die Mutter aller Gestaltungsregeln. Es tönt, als wäre es Kinderkram, aber wenn man das konsequent anwendet. Ich bin hier sehr tief, dass man nichts anderes sieht. Es steht vor einem komplett hellen Hintergrund. Es war Vormittagssonne, ziemlich früh am Tag. Die Sonne ist zwar nicht mehr im Bild. Und er guckt in die Richtung, wo er guckt, habe ich mehr Platz gelassen. Das ist auch so eine Regel. Und auf einem Drittel unten und ja, das war's. Und möglichst halt sich aufs Hauptmotiv beschränken. Nicht, dass da jetzt noch 1000 Leute rumstehen und da noch Vögel sind und was weiß ich. Das macht das Bild nicht besser. Man könnte vielleicht, wenn jetzt hier oben irgendwas wäre, so als Ausgleich, so das Balance zum Bild, noch was einfügen oder warten, bis was kommt, aber es wäre wahrscheinlich eher schwierig. Ja, aber da sieht man ja auch, also reduzieren. Ist ja Reduzierung oder Reduktion ist ja im Endeffekt auch ein Bildstil. Also Minimalismus, denke ich mal. Es ist sehr oft auf der Straße ist das Problem, dass sehr viel oder viel zu viel drauf ist. Dass man, nur schon wenn man durch die Straßen läuft, was da alles im Bild ist. Sehr unruhig meistens. Sehr unruhig, ne? Hintergrund unruhig.
Und dann ist es sehr selten, dass man sowas Offenes sieht. Und da muss man halt sich dann ein bisschen Zeit nehmen und dann wirklich ein gutes Bild daraus machen zu können. Weil es ist immer schwieriger, denke ich, weil die Stadt einfach zugemüllt wird mit Leuten, Autos, Mülleimer, Bäume. Mhm. Auch Bäume finde ich meistens störend. Ich sage immer, der Baum ist der natürliche Feind vom Architekturfotografen, weil der meistens irgendwo im Bild steht und dem Bild meistens nichts bringt. Ich finde ja, einer der größten Anfängerfehler, also gerade von Leuten, die sich auch nicht so viel mit Fotografie beschäftigen, ist, sie versuchen immer alles drauf zu bekommen. Genau. Also sie neigen eher dazu, aufzuzoomen, zurückzugehen. Und da kommt dann immer so der Kommentar, das ist ja gar nicht alles drauf auf dem Foto. Ja, aber ich bin ja eher jemand, der sagt, Mensch, lieber weglassen und ein bisschen Freiraum für... Genau, also ich sage oftmals, ein Detail reicht vollkommen. Und hier zum Beispiel das Bild von einem Bettler, das ich vorher mal erwähnt habe. Da sehe ich einen Fuß, sehe ein paar Hosen und eine Parkbank und jeder weiß genau, um was es geht. Mhm. Ich muss kein Gesicht zeigen, es ist auch vollkommen egal, wo das aufgenommen wurde, aber es zeigt sofort die Geschichte, was die Szene ist und was es geht. Und ich denke, wenn man so ein Bild machen kann, dann muss man gar nicht viel mehr zeigen. Mhm. Es ist also von der Gestaltung her jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Ich kann auch nicht sehr viel gestalten. Aber wichtig ist halt, den Rahmen zu füllen, nah ranzugehen und das zu zeigen. Ja, ich denke, das nah rangehen, das ist halt ganz wichtig. Es wird halt viele Fotografen würden halt doch dazu neigen, zu sagen, Mensch, hier oben, aber den Hintern nicht anschneiden. Ach, komm. Ja, aber das ist ja doch, das ist sich einfach zu reduzieren ist manchmal gar nicht so einfach, aber es wirkt. Also das Einzige, was man hier könnte, ist da oben diese Ecke, die stört das Auge ein bisschen, weil es so hell ist. Aber sonst finde ich... Ja gut, aber das ist Erbsenzählerei. Das ist Erbsenzählerei. Also das ist das Problem an den Foren heutzutage, dass da zu viel so komisches Zeugs diskutiert wird, das eigentlich gar nicht relevant ist. Bewegungsunschärfe, eine U-Bahn, typisches Motiv, ein Mensch am Telefon wahrscheinlich. Aber das Spannende ist halt die andere Seite, wo eine Person steht. Du bist da nicht irgendwo. Ich bin nicht sichtbar. Nicht wirklich, ne? Weil es nicht genug stark reflektiert. Ja. Also man sieht durch die U-Bahn durch. Das Wichtige ist bei solchen Bildern, dass man halt mehrere Bilder macht. Also ich mache meistens Seriefeuer, 3, 4, 5, in solchen Momenten wahrscheinlich 7, 8 Bilder. Weil die U-Bahn fährt ein, die hat Türen, die hat Fenster, die ist verschiedenfarbig angemalt und dann wirkt es manchmal ein bisschen unschön und man muss auf das richtige Bild finden. Auch die Person könnte sich ein bisschen bewegen und dann muss ich halt das beste Bild finden. Ist natürlich schön, wenn man dann zu einer Zeit fotografiert, wo die U-Bahn im 5-Minuten-Takt fahren. Dann hat es aber zu viele Leute manchmal. Ja, das stimmt auch wieder. Also man muss da auch die einzelne Person finden und ja, dass die U-Bahn im 5-Minuten-Takt fährt, also es gibt da verschiedene Aspekte. Und eben die Person auf einem Drittel und die Person auf einem Drittel. Ja, ganz klassische Bildkomposition. Ja, also ich finde das super spannend. Jetzt wollen wir aber auch nicht zu viel wegnehmen, weil die Leute dürfen schon dein Tutorial kaufen. Also wir möchten da schon ein bisschen Werbung für machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube halt, das ganze Thema Bildkomposition, Bildgestaltung ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Themen in der Fotografie überhaupt. Und wie du eben auch schon gesagt hast, es hat nicht nur was mit Streetfotografie zu tun. Selbst der Hochzeitsfotograf, der Landschaftsfotograf, Architektur kann damit etwas anfangen. Ja, so viel zum Thema Bildkomposition. Wir kommen gleich nochmal im letzten Teil ein bisschen zur Technik. Da kommen wir nicht drum herum. Mein Publikum ist teilweise sehr technikaffin und wir müssen dann einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, womit du fotografierst, mit welchem Gerät und wie du das machst.